Und damit willkommen zu einem speziellen Video. Und zwar spielen wir heute den Universe Mode in WWE 2K22. Was das ist, es simuliert eigentlich nur so eine Wrestling-Dings. Also man hat hier die ganzen Monate, dann kommen die ganzen Pay-Per-Views und man kann halt alles spielen und schauen und was weiß ich. Ich habe das jetzt so eingestellt, wir gehen einfach hier drauf, und habe eingestellt, dass jeder von uns in den Erstellten dabei ist. Wir haben die Champions, hier seht ihr, ausgewählt. Wir haben die Dinger gemacht. Und jetzt werde ich ganze 5 Jahre in die Zukunft teleportieren, mich teleportieren, so ist richtig. Und dann schauen wir, was in 5 Jahren bei uns in WWE 2K22 abgeht, wie viel sich meine Zuschauer geprügelt haben, ob sie gut gealtert sind und was weiß ich nicht alles. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, weil warum nicht? Deswegen, ja, falls es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ist nur so ein One-Off-Test-Video. Falls ihr mehr davon trotzdem sehen wollt mit irgendwelchen Challenges, also zum Beispiel mal, keine Ahnung, wir beobachten Malte ein Jahr lang im Universe Mode, irgendwie sowas, dann schreibt es einfach gerne in Kommentare, genau. Und ja, jetzt würde ich sagen, simulieren wir mal schnell ein bisschen in die Zukunft. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, deswegen sehen wir uns gleich. So, und da sind wir 5 Jahre in der Zukunft und beim Royal Rumble. Wir gucken uns jetzt die Road to WrestleMania hier an. Scheinbar gibt es Public gegen Fabrax so beim Royal Rumble in einem 1 gegen 1 Match um den Midcard-Title. Ich habe jetzt aber den TNT Championship genommen. Dann haben wir den 20-Man Royal Rumble. Last Man Standing zwischen Davoido und Justus. Interessant. Okay. Dann Junosch gegen Star Trek. Auch interessant. Minoris gegen Success. Bukterion und 2.0 gegen Bashy und Ninsu. Ein Rivalitätsmatch, aber es geht nicht um die Titel, okay. Sparky gegen Gustav. Parade gegen mich um den World Title. Ich weiß leider nicht. Nee, gegen Malte. Wie komme ich auf mich? Ist ja auch egal. Parade gegen Malte. Und auch Last Man Standing und Extreme Rules. Ich gegen Jake in einem Rivalitätsmatch. Okay, ich würde sagen, wir simulieren das Ganze mal. Also, Fabraxo gewinnt den Midcard-Titel so, oder verteidigt oder wie auch immer. Den Royal Rumble gewinnt. Neon! Neon hat den Royal Rumble gewonnen. Irgendwie ist Neon sehr gut im Royal Rumble gewinnen, ne? Dann haben wir Davoido als Sieger, mich als Sieger, Sassus als Sieger, die Bukterion Academy als Sieger, Sparky als Sieger und Parade ist World Champion. Und Jake gewinnt gegen mich. Das gefällt mir jetzt ja natürlich nicht so. Okay, dann schauen wir direkt weiter. Road to WrestleMania hat angefangen. Dann sind wir schon beim nächsten Pay-Per-View. Wir werden natürlich uns auch ein paar Matches dann angucken bei WrestleMania. Jetzt schauen wir aber erstmal, was hier so abgeht. RDL gegen Banyo. Die 2.0 versus Juro und Abdel um die Tag Team Championship. Nicht schlecht, also Bukterion und 2.0. Dann haben wir Big D gegen Sassessi. Okay, ein Random Fatal 4-Way zwischen Minurik, Success, Lukas und dem Dragon Ball Explainer. Oh, ein Elimination Chamber Match um den TNT-Title von Public, Gustav, Delez, Fabraxus, Sparky und Blocky. Und Malte trifft auf Parade erneut. Und noch ein Six-Man Elimination Chamber Match zwischen mir, Junosh, Star Trek, Jake, Davoido und Justus. Okay, interessanter Aufbau der Card. Aber naja, mal gucken einfach mal, wie es hier ausgeht. Banyo gewinnt gegen RDL. Abdel und Juro bleiben wahrscheinlich die Tag Team Champions. Sassessi gewinnt gegen Big D. Lukas gewinnt das Fatal 4-Way Match. Public gewinnt im TNT Elimination Chamber. Malte gewinnt seinen Titel zurück. Und Jake gewinnt diesen Elimination Chamber. Und nur so zur Info, ich gehe jetzt hier nur die Pay-Per-Views durch. Am liebsten würde ich ja jede Show durchgehen, aber das hebe ich mir auf, falls davon Interesse dafür besteht. Weil ich mache ja eigentlich nichts. Ich gucke nur, was dieses Universum selbst miteinander macht. Hier sehen wir, hat Fabraxo mit Public schon wieder ein Match um den TNT-Title. No Holds Barred im ersten Match hier bei Fastlane. Die Bukterion Academy trifft wieder auf Juro und Abdel. Junosh trifft auf Justus, Davoido trifft auf Parade, Delez trifft auf Blocky, Sparky auf Gustav, Lukas auf Sassus. Und Nihon, was? Nihon trifft jetzt schon auf Malte um den World Title. Normalerweise darf man bei WrestleMania, wenn man den Rumble gewinnt, antreten, aber okay. Und ich treffe auf Jake wieder. Okay. Jake und ich mögen uns wohl scheinbar auch nicht so sehr. Und, oh, Malte verteidigt das ganz gut. Public gewinnt, Bukterion Academy gewinnt, Junosh gewinnt, Parade gewinnt, Delez gewinnt, Gustav gewinnt, Sassus gewinnt, Malte gewinnt und Jake gewinnt. Okay, und jetzt ist es Zeit für WrestleMania. So, für 5 ganze Jahre habe ich jetzt die Guten gegeneinander antreten lassen. Und jetzt möchte ich aber noch herausfinden, was haben die ganzen 5 Jahre lang gemacht? Das würde ich wirklich gern wissen. So, hier sehen wir jetzt nämlich die komplette Title History von den Tag Team Champions. Hier sind die ganzen Champions. Wir haben Abdel hat den Titel 4-mal gewonnen, genauso wie Hannes, 7X und Juro. Also scheinbar waren Hannes und 7X 4-mal Tag Team Champions, Abdel und Juro waren auch 4-mal Tag Team Champions. 2.0 und Bukterion waren 3-mal, genauso wie King B und King C. Okay, interessant. Also, ja, die haben auf jeden Fall sehr viel die Tage. Lol, schaut euch das mal an. Scheinbar waren Hannes und 7X für 596 Tage Tag Team Champions. King B
und King C dann für 463 und die Bukteran Academy am wenigsten hier mit ihren 167, ist ja fast peinlich. Jetzt sind wir hier bei dem TNT-Title. Public ist aktuell da der Champion. Banjo hat den Titel am meisten gehalten, dreimal, zusammen mit Delis, der ihn auch dreimal hatte, genauso wie Public, der ihn auch dreimal hatte. Fabrax hat ihn zweimal gehalten, Davoido einmal, Gustav einmal, Lukas einmal und Mraid und Sasses einmal. Und Tage im Besitz. Banjo hat den Titel 468 Tage gehalten. Wer hat am wenigsten? Sasses nur 14 Tage. Ist ja fast peinlich. Mensch, Sasses, dass du dich nicht schämst. Aber es ist echt interessant, sich das anzuschauen. Ist natürlich jetzt hier nur eine kleine Simulation. Ich möchte nur mal kurz zeigen, was wir hier alles machen können. Wenn ihr jetzt sagt, yo, mach mal ein Video, wo du ein Jahr lang Public in den Universe-Mode ballerst und wir schauen, was der erreicht und welche Matches der hat, dann würde ich das saugern machen. Also schreibt es gerne mal. Falls ihr irgendwelche kreativen Ideen habt, macht das auch gerne. Wir können zum Beispiel auch mal, keine Ahnung, mich in das wirkliche, in die wirkliche Wrestling-Welt setzen und gucken, was ich erreiche. Also da kann man sehr viel machen. Ich wollte hier in diesem kurzen Video eigentlich nur mal zeigen, was das alles hier machbar ist. Und ich muss sagen, es ist schon sehr lustig zu sehen, wie viele Champions wir hatten und so. Das ist auf jeden Fall was ich gerne öfter machen würde. Schreibt gerne mal eure Meinung da in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, der World Champion von Malte siebenmal. Was zum Teufel? Malte hat den Titel siebenmal gehalten. Jake zweimal, ich zweimal, Junosch zweimal, Justus zweimal, Star Trek zweimal, Prey zweimal, Banjo einmal und Davoido einmal. Aber Malte hat ihn siebenmal gehalten. Was hat er gemacht? 478 Tage. Was zum Teufel hat er gemacht? Siebenmal. Hä? Okay. Ja, Banjo hat ihn nur für 55 Tage gehalten. Ich für 308, Prey für 217. Es ist irgendwie sehr interessant zu sehen, dass Malte ihn siebenmal gehalten hat. Wie? Ja, das nenne ich mal Talent von Malte, aber nicht schlecht. Malte, siebenfacher World Champion. Und wenn das noch nicht genug ist, sind wir jetzt bei WrestleMania. Banjo trifft im Opener gegen auf Lukas. Wir haben den Dragon Ball Explainer gegen Blocky, Junosch gegen Justus, Fabraxo und RDL gegen King B und King C, 7X und Hannes gegen Abdel und Euro, Sparky vs. Delis, die Mashi gegen Bukteron Academy, okay, Sasses gegen Minorix, Davoido gegen Parade, Gustav trifft auf Public, ich glaube Gustav hat den Titel schon gewonnen gehabt, ich treffe wieder mal auf Jake und unserem Main Event Nihon gegen Malte und ich würde sagen, das Match schauen wir uns noch an. Und damit ist es Zeit für WrestleMania mit einem kleinen Feuerwerk hier. Starten wir in die Show of Shows, in die größte Show des Jahres. 5 Jahre in der Zukunft befinden wir uns jetzt gerade bei WrestleMania, was wäre denn das? WrestleMania 43? Okay, ein bisschen weit, das klingt irgendwie auch sehr seltsam, aber egal. WrestleMania 43 und wir wissen, was die Karte ist und jetzt schauen wir uns noch den Main Event an. Davor gucken wir aber auch nochmal, wie die ganzen restlichen Matches ausgehen. Ich würde sagen, wir simulieren hier einmal. Banjo gegen Lukas, es gewinnt Banjo, Dragon Ball Explainer gegen Blocky, der Dragon Ball Explainer gewinnt, Junosch gewinnt gegen Justus, Fabrax und RDL gewinnen gegen den King's Court und hier Hannes und 7X gewinnen gegen Euro und Abdel, Delis gewinnt gegen Sparky, jetzt das erste Titelmatch, wer von diesen hier kann gewinnen, Mashi gegen Bukteron Academy und es ist, Bukteron Academy verteidigt ihre Titel, Sasses gegen Minorix, Davoido gegen Parade, achso warte, Sasses hat gewonnen, Parade gewinnt, Gustav gegen Public, wer kann der TNT-Champion sein? Und es ist Gustav, er gewinnt den Titel hier bei WrestleMania. Jake gegen mich. Und jetzt am Ende haben wir hier noch dieses schöne Match. Nihon gegen Malte, let's do this. Und los geht's, der Royal Rumble-Gewinner gegen den siebenfachen World Champion. Ist auch nur verdient, dass Malte hier in der Simulation dann der World Champion bei WrestleMania ist. Ich meine, siebenfach hat er den gewonnen, das ist nämlich auch mal sehr interessant. Und Nihon arbeitet jetzt direkt am Arm von Malte. Oh, Nihon wird ausgekontert, frisst stiffe Schläge von Malte jetzt. Malte jetzt aufs Top Rope, auf Second Rope, wird ausgekontert von Nihon. Jump Dropkick. Das ist auch das erste Mal, dass ich die WrestleMania Arena sehe und ich muss sagen, die sieht echt cool aus. Jetzt geht's in die Submission, Cloverleaf Submission von Nihon, aber der kommt nicht durch. Und oh, jetzt geht's nach draußen. Und ein DDT auf der Außenseite von Nihon. Jetzt geht's zurück in den Ring von beiden, sehr schön. Endet nicht bei einem Countout. Nihon packt jetzt Malte durch den Ring. Was sucht Nihon jetzt auf dem Top Rope? Hebt sich Malte hoch und springt mit dem schönen Ellenbogen. Aber der siebenfache World Champion gibt natürlich nicht so einfach auf. Dropkick und Superkick wird ausgekontert. Stark von Nihon. Das könnte jetzt schon das Match-Finish gewesen sein. Sehr schön. Crucifix-Bomb. Und Bro-Kick wird auch gekontert. Okay, die beiden haben Bock. Aber jetzt verfehlt Malte irgendwie. Ich sehe gerade erst, hat der Typ da hinten wirklich von Mandy Rose T-Shirt? Das sind zwei Leute, die haben Mandy Rose T-Shirts an. Das macht mir irgendwie Angst. Und jetzt gibt es noch ein DDT von Nihon. Und Zigzag von dem siebenfachen World Champion. Ich betone es so gern, dass der siebenfache World Champion ist. Eins, zwei. Und oh, Nihon kommt nochmal raus. Der Main Event geht weiter. Und Superkick. Diesmal landet er. Und jetzt gibt es einen schönen Famouser noch hinterher.
Das müsste es jetzt sein, oder? Nee, es ist es noch nicht. Malte setzt noch hinterher. Okay, Malte möchte es wirklich jetzt beenden, ne? Sweet Chin Music von Malte. Eins, zwei, drei. Und Malte verteidigt seinen World Title. Das war Spaß. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also, falls es euch auch gefallen hat, einfach mal zu sehen, was ihr 5 Jahre lang gemacht habt, dann schreibt es gerne in die Beschreibung. In die Beschreibung? In die Kommentare. What the fuck? Und vielleicht können wir dann mal wieder sowas machen. Vielleicht ein bisschen anders da, vielleicht aber auch nochmal einfach 5 Jahre simulieren. Schreibt eure Ideen einfach in die Kommentare. Schreibt auch gerne, wie euch das gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Malte, wir bleiben dabei. Siebenfacher World Champion, wie auch immer er das geschafft hat. Also, ja, nicht schlecht, aber er bleibt's. Nach 5 Jahren ist wahrscheinlich Malte der erfolgreichste gewesen. Und was auch immer mit diesem Titel los ist.